Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler. Mein Name ist Marcel. Ihr kennt mich als Herrn der Spiele. Und ihr seid sowas von richtig. Denn heute zeige ich euch das nächste Szenario von Dogfighters The Ale Wars aus der Kampagne, die ich mit dem lieben Frank spiele, der ja so atemberaubend gut die Maschinen der Bayern und der Sachsen bemalt hat. Er selbst steht heute in den Startlöchern mit zwei dieser bayerischen Standardjägern. Und jetzt wird's interessant, denn er hat einen Kobold mitgebracht. Hier seht ihr ihn, den bayerischen Jagdbomber. Ein mordsgefährliches Teil, vor allem weil er mit einem ordentlichen Loadout an externen Waffen ausgerüstet ist. Ja, ihr habt's richtig gehört. Heute wird mit allem Zip und Zap gespielt. Nebelwerfer sind dabei, Bomben sind dabei. Ja, und ich muss natürlich auch irgendwie das Ganze kontern. Bis jetzt lief es ja ganz gut bei mir und ich habe zwei meiner Pfeile am Start und ich habe einen von den modernen Jagdflugzeugen, also einen Eisvogel am Start. Zufälligerweise haben wir beide die Kampfpatrouille ausgewählt. Das heißt, es wird verschiedene Bodenziele geben. Ihr werdet sehen, es gibt Flaks, Flakpanzer, normale Panzer und auch ein schweres Gebäude. Und es gewinnt der, der mehr Ziele, Boden- und Luftziele, abschießt. Jetzt bleibt auf jeden Fall dran. Das Ganze dauert eine ganze Weile. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, das Ganze in zwei Teile aufzusplitten. Ich werde ab und zu ein bisschen kommentieren, werde mich mal zwischendrin einschalten und wünsche euch an der Stelle ganz viel Vergnügen beim großen Playthrough zu Dogfighters The Ale Wars. So, wir starten beide eine Kampfpatrouille, eine extrem gruselige. Man sieht, meine armen Sachsen sind hier hoffnungslos unterlegen gegen deinen Superbomber des Todes. Ja, dann haben wir auch noch Gewitter, also schlechter könnte es gar nicht laufen. Das heißt, meine Flugzeuge fliegen eigentlich gleich mitten ins Gewitter rein, werden gleich kritisch behakt werden und ich muss mich auch noch zuerst bewegen. So, die Grünen bewegen sich zuerst und ich bin ja einer, der hier einen grünen Flieger hat. So, das ist hier der Kamerad. Und dann fange ich mal an. So, das ist die Nummer 9. Die haben wir hier, das ist ein grüner Kamerad. Und der hat eine Agility, die normalerweise sehr hoch ist. In dem Fall müsste man das auf jeden Fall aufs Blatt schreiben. Sie ist durch sein Loadout von zwei externen Waffen reduziert auf Mittel. So. Ja, und Mittel bleibt auch mein Manöver. Und ich starte mal los und fliege drei Felder. So, ich verändere also meine Motorkraft nicht. 1, 2, 3. Und damit ist der Kamerad bewegt worden. So, Frank, jetzt bist du dran mit deinen zwei grünen Maschinen. Musstest du nicht alle bewegen? Nein, erst die grünen, dann die blauen, dann die gelben, dann die roten. Und schießen machen sie andersrum. So, du hast also nichts verändert. So, der ist schon mal durch. Ich habe ja gleich zwei Flieger weniger. Gleich nach dem ersten ziehen. Hm? Ich muss ja jetzt für jeden Piloten was machen von den zwei. Ja, warum? Weil ich durch das Gewitter geflogen. Ja, aber der ist ja nicht durchgeflogen. Nee, der nicht, aber der und der fliegt durch. Ja, das wissen wir noch nicht, was passiert. Ja, so. Der ist mit Sicherheit tot. So, also da wir ein Gewitter haben, muss ein Flugzeug, Seite 36, das jedes Mal, wenn es in, durch oder aus einer Wolke fliegt, einen Pilotenwurf schaffen. Also ich gehe aber mal davon aus, dass es nur einmal ist, ne? Oder pro Feld. Ich würde auch sagen einmal, weil sonst wäre es ja endgültig. Ist ja sowieso tot. Also pro Feld, oder? Jedes Mal, wenn er in, durch. Na gut, er fliegt durch, einmal rein. Ich fliege durch. Ich fliege nicht rein, ich fliege durch. Ja, aber er fliegt in eins rein. Ja, das heißt aber, ich bleibe drin stehen und fliege dann raus. Ich bin jetzt komplett durchgeflogen. Ich bin hier drin stehen geblieben. Wenn ich stehen bleibe in der Wolke, muss ich den Check machen. In der nächsten Runde, wenn ich rausfliege, muss ich nochmal machen. Gut, müssen wir sonst zur Not mal einen Bernhard fragen, aber dann mach's mal so. So, das heißt, Pilotenwurf ist eine 5, ne, bei dir? 5 plus, weil es ein grüner ist. Ja, dann hat er geschafft. Von wegen, ne? Gut, Glück gehabt. Gut. Dafür wird es mein Superbomber, ja, mein Jagdbomber zerlegen. Okay, dann fliegen jetzt die blauen.
Also von deiner Logik her, die du jetzt gesagt hast, wäre es, wenn ich jetzt reinfliege und nächste Runde weiter zweimal. Richtig, dann fliegst du rein und beim nächsten Mal wieder weiter raus. Also dann kommt jetzt die Nummer 8, das ist ein ganz normaler Pfeil. Der hat auch eine Agility von Mittel, modifiziert um 2 durch die 2 externen Waffen. Und ich reduziere dann meine Geschwindigkeit auf 2. Motorkraft ist ja 2, minimale Geschwindigkeit ist 2. Fliege ich 2 Felder geradeaus, bin nicht im Gewitter und bin fertig. So, dann, da ich nicht die Initiative habe, muss ich meine Blauen zuerst bewegen. Kommt der nächste Kamerad, das ist mein Eisvogel. Der ist ein modernes Jagdflugzeug. Der kann in dem Fall tatsächlich 3 Felder fliegen. Er wird auch seine Motorkraft nicht modifizieren, ist auch nicht im Gewitter drin. Aber das wird dann wahrscheinlich gleich passieren. So, gut, das waren dann meine 3 Kameraden. So, das ist jetzt sehr unangenehm, aber okay. Ich muss auf 2 reduzieren. Und kann dann neben der Wolke bleiben. Yeah. Und muss dann nochmal 1 runtergehen. Was habt ihr für eine Agility? 2. Wie 2? Agility 2. Ach so, meinst du, Mittel. Mittel. Das hat er ja nicht. Der hat ja mit Sicherheit ein Loadout, oder? Richtig, aber das ist ein Jagdbomber. Und was? Der hat ein komplettes Loadout. Bei Jagdbomber sind nicht betroffen mit der Ladung. Aha, das heißt, der ist gar nicht betroffen. Okay. Richtig. Ja, sowas Tolles haben wir Sachsen nicht. Das ist ganz gruselig. Okay. Gut, das heißt, du bist geflogen und dann schießen die Blauen zuerst. Die schießen ja alle gleichzeitig, aber was zuerst passiert, wir haben übrigens die Bewegung von dem Fahrzeug noch nicht gemacht, die müssen wir beide noch machen, vom Fahrzeug. So, also erstmal muss hier der Flakpanzer fahren, den hätten wir sogar vorher machen müssen, ne? Ja, gut. So. Wir würfeln die Richtung aus, in die er fährt, das ist ähnlich wie hier in der Windrichtung. 1 und 2, das heißt, der dreht sich nach da und fährt nach hier. Das ist Franks Ziel, also wir haben die Ziele mit roten und gelben Würfeln markiert. Bei einer Kampfpatrouille, vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen, sind die, das sollte man vielleicht sagen. Also Kampfpatrouille funktioniert wie folgt, dass jeder hier verschiedene Ziele ausgewürfelt hat. Ich habe in dem Fall 2 Ziele der Stufe 2 und Frank hat ein Ziel der Stufe 2. Das ist hier die Flak und dann 2 der Stufe 1. Die Fahrzeuge bewegen sich natürlich. Und jetzt muss ich noch für den LKW würfeln, in welche Richtung der sich bewegt. Und zwar ausgehend von... Ja, pass auf, den müssen wir jetzt natürlich so rumdenken, weil der gerade anders steht. Ne? Also 1 und 2 fährt er nach hier, 3 und 4 nach da, 5 und 6 nach da. Okay, das heißt, er fährt nach da. Jetzt müssen wir... Genau, drehen mal einfach. Genau, gut, genau. Dann. Das ist ja unter der Wolke. Ja, da fährt er lang. Ja, da fährt er lang. Okay, gut. So. Jetzt sind die Fahrzeuge dran, oder beziehungsweise jetzt der Beschuss. Und zwar, ich fange jetzt einfach mal hier an. Das ist die leichte Flak. Die schießt auf eine Reichweite von 9, ist es wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, sie trifft ihn als nächstes Flugzeug. Und das Ganze funktioniert unmodifiziert, ne? Von der 6 trifft sie. So. Basiszahl. Das müssen wir jetzt. Ja, das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Ja. Bei den Treffermodifikationen für Bodenziele, genau. Und zwar ist das. Basiszahl. Achso, du meinst auf Luft. Bodenziele mit Flugabwehr treffen immer auf 5 oder 6, wenn sie auf Flugzeuge zielen. Weil die treffen immer. Treffen immer auf eine 5 oder 6. Und die müssen nicht erstmal für einen Treffer würfeln. Aber vor der erneuten Trefferwürfe müssen bestätigt werden. Ja, doch, du hast eine 5 oder 6, dass du einen Treffer hast. Genau, dann muss ich natürlich den Schaden auch würfeln. Das irritiert mich jetzt.
Du machst ja erstmal die Probe, ob du überhaupt einen Treffer hast. Ja. Dann kommt die Probe, ob für Schaden. Du, genau, einen Schaden machst. Ja. Und da ist es dann? Eine gute Frage. Ich dachte eigentlich, dass das da unten der Schaden ist an der Stelle. Ach so, stimmt, das ist auch gedruckt. 5 plus. Aber sie treffen, also steht ja jetzt hier, treffen bei einer 5 und einer 6, aber wann verursachen sie Schaden? Jeder auf diese Weise ermittelte Treffer ist tatsächlich ein Treffer, der zu Schaden führt, Seite 26. Einige Waffen fordern einen erneuten Wurf, das heißt, erfolgreiche Treffer müssen bestätigt werden. Jeder auf diese Weise ermittelte Treffer ist tatsächlich ein Treffer. Boden. Okay. Mhm. Das ist ein Treffer, der zu Schaden führen kann. Also 5 oder 6. Also muss ich eine 5 oder 6 würfeln, um zu treffen und das dann bestätigen. So verstehe ich das jetzt, richtig? Oder nicht? Ja. Das hatten wir wirklich noch nicht bis jetzt, ne? Der erfolgreiche Trefferwurf muss bestätigt werden, ja. Also wahrscheinlich ist immer 5 und 6. Gut. Ja, dann würfel ich jetzt für diese Flak, die auf ihn schießt. Das ist kein Treffer, das heißt, der ist fertig. Der hat die gleiche Situation, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da trifft er gar nicht, weil er trifft auf Reichweite 6 nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, da trifft er gerade noch 7. Ja, dann macht er mit 2 Würfeln Kräfte an. Ne, weil 6 ist die zweite Range. Ich glaube, wir brauchen ein paar Würfel. Hier ist noch im Moment einer. Mhm, aber du brauchst ja gleich viele Würfel für deine komischen Milchkühe da. Also, 2 Würfel, jede 5 oder 6 ist ein Treffer auf dieses Flugzeug. Wir haben einen Treffer. Der Treffer muss bestätigt werden mit einer 5 oder einer 6. Dann haben wir einen Schadenspunkt. Wir haben keinen Schadenspunkt. Okay, dann ist die Flak dran. Die Frage ist, die Flak ist nicht betroffen von Wetter wahrscheinlich, oder? Stand da nicht. Es steht nichts da, ob die Würfel verliert oder nicht. Nee, wenn es nicht ist, dann steht da nichts. So, dann würfelst du. Okay, ein Würfel, da kurze Distanz. Das ist das nächste Flugzeug hier. Du würfelst auf 5 oder 6. Das ist kein Treffer, du musst also nicht würfeln. Gut. Dann schießen, also jetzt sind wir fertig mit den Bodenzielen, das war so ein kleines bisschen konfus an der Stelle. Unsere blauen Flugzeuge sind zuerst dran, dein blaues Flugzeug zuerst. Kann der was tun? Der kann nichts tun, der ist ja jetzt durch die Aktion im Abseits. Ja. Genau, weil das gelbe Ziel ist mein Target, ist mein Ziel. Ich kann aber was tun und ich werde was tun. So, ich verliere Würfel, wenn ich ins Gewitter schieße und du hattest gesagt, pro Gewitter fällt ein. Ist das richtig? Richtig. Ja, okay. Ja, das ist natürlich extrem blöd. Das kann mir wirklich das Genick brechen an der Stelle. Ja gut, dann fange ich doch einfach mal hier mit dem Eisvogel an. Ja, das ist dieser Kamerad. Und ich werde sowohl mit leichten leichtes Maschinengewehr. 1, 2, 3. Ja, Frage, Frank, hier 1, 2, 3. Heißt es dann 0? 1, 2, 3. Das fällt mit Ziel, du hast 3 Würfel, hast du keinen Würfel mehr, richtig? Mhm. Okay. Also brauchst du gar nicht. Gut, dann würde ich mit. Schießen. Ja, dann muss ich das natürlich mit einem schweren Maschinengewehr versuchen. Und da habe ich 6 Würfel minus 3. Das sind 3 Würfel. Du kannst schon mal einen Stift suchen. Na, ich habe schon einen, weil wir müssen ja gleich die Feuerdisziplin bestimmen. Also, das schwere Maschinengewehr greift mit 6 Würfeln an. Aber da in jedem Nebelfeld, also was heißt Nebelfeld, das ist ein Gewitter, ja, wird eins abgezogen, ein Würfel abgezogen. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. 1, 2, 3, also sehr, sehr ungünstig. Ich würfle und ich treffe auf eine. Ja, das müssen wir auch noch kurz gucken. An der Stelle gibt es aber auch eine Basiszahl, die habe ich eben gefunden. 6 und dann. Ja, Jagdbomber bin ich nicht, Bomber, ich habe aber Erfahrung. Ein erfahrener Pilot darf einen abziehen, trifft also 5 bis 6. Steht auf Seite 26. Ein sich bewegendes Ziel ist es nicht. Das ist eine fixe Flak. Ja? Bewegende Ziele sind schwerer zu treffen. Steht auf Seite 26. Also erfahrener Pilot trifft auf eine 5 oder 6. Er hat 2 Treffer gewürfelt. Diese Treffer müssen jetzt bestätigt werden. Und der Eisvogel verursacht Schaden auf eine 5 oder mehr. Da dieses Ziel einen Strukturpunkt hat, würde ein Treffer ausreichen und den habe ich nicht erzielt, kein Treffer gewürfelt.
Jetzt muss ich an der Stelle die Feuerdisziplin würfeln, weil der Junge wahrscheinlich nervös wird. So, das ist ein erfahrener Pilot, der hat mit einem schweren Maschinengewehr geschossen. Er hat also hier eine 3 plus zu würfeln. Wenn er eine 3 oder mehr würfelt, dann hat er noch genug Munition in der Reserve und er schafft es natürlich nicht. Das ist sehr, sehr bitter. Es geht ganz, ganz schlecht los für mich, wie ihr seht. Und das heißt, er hat die Hälfte seiner Munition leider verbaselt. Gut, der zweite blaue ist an der Stelle dran. Das ist hier die Nummer 8, wie man hier aufgedruckt sieht. Das ist dieses Flugzeug. Der hätte einen Malus von 2. Aber gut, wir müssen ja irgendwas tun. Es ist einfach eine mega unglückliche Situation mit dem ganzen Gewitter. Das heißt, er wird mit leichten Maschinengewehren schießen und mit schweren Maschinengewehren. Man muss das vorher ansagen. Er hat 3 Würfel auf kurze Distanz. 1, 2, 3. Durch die 2 Felder wird es reduziert auf 1. Der erste Wurf kommt. Er ist ein blauer Pilot. Das heißt, er trifft auf eine 6 minus 1. Es sind 5, da er ein erfahrener Pilot ist. So, das war auf jeden Fall ein Fehlschlag mit den leichten Maschinengewehren. Er ist ein blauer Pilot. Auch hier müssen wir das jetzt eintragen. Das heißt, er hat hier eine 2 oder mehr, die er würfeln muss. Das ist leider gerade irgendwie gar nicht möglich. Hast du noch einen anderen Stift? Ja. 2. Jaijaijai. Jetzt haben wir es extra schon laminiert. Deiner geht viel besser, den nutzen wir jetzt. So, wir hoffen auf eine 2. Das ist eine 4, das heißt, er ist mit seiner Munition sparsam umgegangen. Ich habe angesagt, dass ich mit den schweren Maschinengewehren angreife. Das bedeutet, das muss ich jetzt auch tun. Ebenfalls ein Würfel auf kurze Distanz. Der Treffer ist eine 5 oder eine 6. Und er hat eine 2 gewürfelt, schießt also vorbei. Auch hier müssen wir die Feuerdisziplin bestimmen. Die ist hier eine 3 plus. Schwere Maschinengewehre etwas schwerer zu handeln. So, ich muss also eine 3 oder mehr würfeln. Das gelingt mir. Und damit hat dieser Pilot noch alles im Tank. So, jetzt kommen die grünen Flugzeuge und du darfst zuerst entscheiden, ob du schießt. Ich habe keine Ziele. Du möchtest nicht schießen? Nee, ich habe keine Ziele. Okay. Oder doch? Ich habe doch ein Ziel. Nee, habe ich nicht. Nee, du bist ja zu niedrig. Nee, ich habe keine Ziele. Okay. Gut, dann muss ich nur überlegen, ob ich mit meinem grünen Kamerad schieße. Und ich werde das einfach tun an der Stelle. Das ist ein Anfängerpilot. Der wird jetzt auch mit seinen beiden leichten und schweren Maschinengewehren schießen. Und er hat ebenfalls 3 Würfel zur Verfügung. Da er aber durch die 2 Gewitterfelder schießt, muss er jeweils 2 abschießen. Der erste Würfel rollt. Er trifft diesmal nur auf eine 6, denn er hat eben nicht den Bonus durch die Erfahrung. Er hat eine 6 gewürfelt, seht ihr jetzt gerade hier. Das heißt, er muss jetzt die 6 bestätigen. Er trifft mit dem leichten Maschinengewehr auf eine 6. So, er hat tatsächlich bestätigt und hat jetzt mega viel Glück gehabt, dass er dieses Ziel vernichtet hat. So, das ist jetzt natürlich großes Glück. Und dafür bekommt er gleich einen Ruhmpunkt, weil er ein Ziel zerstört hat. So, den nimmt er sich mal hier. Trotzdem muss er auch würfeln auf Feuerdisziplin. Das ist beim leichten Maschinengewehr eine 3 plus. Er würfelt. Er hat eine 6 gewürfelt. Alles okay. Da ich angesagt habe, dass ich mit schweren Maschinengewehren angreife, muss ich das auch tun. Ich würfel den Wurf nicht aus, gucke aber auch hier nach der Feuerdisziplin und muss hier eine 4 plus würfeln. Das ist mir gelungen und damit hat der Pilot mit der Nummer 9 noch sein Magazin voll. So, das war im Prinzip die Angriffsrunde und jetzt müssen wir gucken, wie sich das Wetter ändert. So, Wetteränderung, hast du es gerade auf dem Schirm? Nein, jetzt wechselt erstmal die Initiative. Erst müssen wir das Wetter noch machen, das ist das Rundenende. Das ist ja im Prinzip egal, wer das würfelt, du kannst gerne würfeln. Da verändert sich nichts, bei einer 6 würde es schlechter werden, bei einer 1 würde es besser werden. So, jetzt müssen wir für die Windrichtung würfeln, das kannst du gerade machen, die Windrichtung. Bleibt gleich, 1, 2. Und das heißt, jetzt kommen wir haben also nach wie vor ein Gewitter. Ich weiß nie, auf welcher Seite das mit dem Gewitter steht. So. Gewitter. Ah, da ist es. Okay, du würfelst bitte einen 6-seitigen Würfel. Also tatsächlich müsste man es eigentlich für jede Wolke würfeln. Man müsste es eigentlich für jede Wolke würfeln jetzt, ne? Oder machen wir es einmalig für alle Wolken, wie viele Hexe sie sich bewegen? Ich würde es für eine, aber...
Möchtest du pro Wolke würfeln? Für mich ist das in Ordnung. Wir können auch pro Wolke, aber das wird hier... Wirf einen Würfel, bla bla bla. Das erinnert sich noch einmal. Nachdem es du zieht das doch eigentlich in dieselbe Richtung. Du hast recht. Würfel bitte einmal einen Würfel. Du hast eine 4 gewürfelt und damit bewegen sie sich 3 Hexe in diese Richtung. So, dann fangen wir mal an. Ach, okay, hat es mich doch erwischt. So. Irgendwie kennzeichnen, dass da ein Flugzeug... Ne, achso, ich kann ja drauf. Ne? Du kannst ihn draufstellen. Einfach hier draufstellen, auf dieses Feld, ne? Ja gut, hier dann nachher, auf das. Ja, da landet er dann, ne? Denk ich mal. Also, ich halte 1, 2, 3. In die Richtung. 1, 2, 3. Hier, in die Richtung fliegt er. Da. Und du musst orientier dich an dem und schieb ihn nach da, die Wolke. 2, 3. Heißt, dahin. Und ich stehe hier. So. Die ist direkt dran gewesen. So. 3, ja, haben wir die Verifizierung. Das ist logisch, 1, 2, 3. Mhm. Okay. Die war hier 1 mit Abstand. Okay. Mhm. Dann bewegt die Wolke sich. So, wie hast du die hingestellt? Die steht gar nicht über Hexes gerade. Die steht auf Punkten. Aber die steht gerade nicht auf Hexes. Wieso nicht? Naja, sie steht. Also, das wäre auf Hexes. Du hast sie auf diese Schnittpunkte gestellt. Also, sie steht im Moment nicht auf Hexes. Am besten setzt du sie nochmal gerade richtig, so wie sie initial stehen sollte. Sie hat immerhin jedes Feld, was sie trifft. Ja, aber sie steht nicht auf Hexes. Hier steht sie doch auf Hexes, auf den 2. Nein, dann würde das wäre auf Hexes. Siehst du, dass sie die 3 Hexes auch abdeckt? Ah. Ne? Und dann könnte, ist das für dich in Ordnung so? Weil dann würdest du jetzt verschieben. Pass auf, dann würde sie jetzt 1, 2 und 3 und dann wäre sie auch bewegt. Oder machen wir das jetzt hier auch so. Und zwar machen wir hier 1, 2, 3. Man muss sich eigentlich nur an den Hexes orientieren. So, dann machen wir das jetzt hier auch so. Und zwar... Bewegt. Okay, die ist auch falsch. Die habe ich nicht bewegt. So. Ja, die war aber doch. 1. Die war doch hier eine 2, Reihe weg. 3. Die war doch genau eine Reihe weg von dem. Ja, die hast du da hingesetzt. Also die. Schon. Ja, die muss halt, die muss auf diesen Dingern stehen. So, so wäre es gut. So, so stand sie mit Sicherheit. Nein, so nicht. Es da war steht genau sie nicht ein Feld, wo ich durchfliegen konnte. Ja. Ja, genau. Und das, so. Das heißt, die stand auch nicht ganz 100. So. Okay, dann war das jetzt eine Runde. Und der steht auch noch nicht richtig. So, ja. Jetzt steht er vollkommen richtig. Das ist die Richtung der Wolken. Und jetzt sind wir durch. Ich habe die Initiative. Die kleinen Fleckchen kommen weg. So, jetzt der nächste Punkt. Bin ich jetzt in die Wolke reingeflogen? Naja, also getroffen. Ich muss rausfliegen, ist klar, aber ich bin auf jeden Fall jetzt drin. Ja. Also du bist jetzt von betroffen, ne? Ja, zumindest vom Rausfliegen, aber bin ich auch reingeflogen. Wann mache ich den Pilotencheck in diesem Fall? Dann mach ihn halt erst später. Ich kann ihn auch. Das ist aber jetzt auch eine Frage, ja. Die hat mich eingeholt. Das heißt, jetzt muss ich jetzt? Also der Regel nach fliegst du jetzt gleich raus, rein, raus, vielleicht auch durch, ich weiß es nicht. Ja, ja, raus, auf jeden Fall raus. Da muss ich auf jeden Fall einen Check machen. Hm. Na ja, gut. Ja, das ist jetzt eine Lore-Diskussion, ne? Verweilst du jetzt länger in der Wolke? Ich weiß es nicht. Also du bist betroffen, du entscheidest. Ich lade irgendwann das Video hoch und hoffe, dass Bernhard und Markus sich das angucken und es beantworten. Entscheide es für dich. Okay, machen wir erstmal mit dem normalen Setup weiter. Ich gucke mal hier nochmal. Also du musst nur halt die Entscheidung dann tatsächlich irgendwann treffen. Ja, ich muss ja sowieso bei der Bewegung. Entweder machst du dann 2 Checks oder einen. Wettereffekte, da steht. Wenn ein Flugzeug in, durch oder aus einer Wolke fliegt. Ja, gut. Die Wolke ist jetzt in dich reingeflogen. Richtig, genau. Das ist nämlich jetzt. Also ist es fast wie, du bist reingeflogen und hast deinen Zug da beendet. Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich eine doppelte Strafe, eine doppelte Penalty.
Auf der anderen Seite klingt es für mich, sinnvoll. Auf diese Weise von einer Wolke erfasst wird. Hier steht, wenn ein Flugzeug von einer Wolke erfasst wird. Okay, also eine Pilotenwürfe hier, ich brauche nur 4+. Gut. Dann hättest du es geschafft. Ja, aber ich muss ja noch einen machen. Ihr seht, ich hatte richtig Glück und meine Jagdmaschinen konnten die Flak von Frank, also mein Missionsziel Nummer 1, in der ersten Runde zerlegen und das, ja, obwohl wir ein Gewitter hatten. Ja, es wird sich vielleicht noch zeigen, ob das Gewitter so nachteilig für mich ist. Ich habe ja die schnellen, flinken und sehr agilen Sachsen, während der liebe Frank die etwas schwerfälligeren Bayern hat. Der Frank konnte auf jeden Fall noch nicht auf mich schießen oder hat es zumindest nicht gemacht. Vielleicht, ja, werden sich die Gewitterwolken noch als aus meiner Sicht sinnvoll zeigen. Beachtet bitte noch einmal, dass ich das falsch angesagt habe. Es gibt natürlich keine Ruhmpunkte für das Zerstören eines Bodenziels. Die gibt es nur für Flugzeuge. Wir haben das jetzt dann so gemacht, wir haben das auch auf jeden Fall gemerkt, dass das eben sozusagen Counter-Missionsmarker sind, die dann später bei dieser Mission Kampfpatrouille gewertet werden für, wer hat eben mehr Ziele abgeschossen. Die haben wir ja auf die linke Seite des Spielfelds gestellt. So, aber am Ende haben wir das bei der Verteilung der Ruhmpunkte mit einbezogen. Wenn du rausfliegst. Das kannst du jetzt dann zeitnah machen. Ach so, wir müssen erst wieder die Fahrzeugbewegung machen jetzt, ne, bevor wir irgendwas machen. Wir sind nämlich jetzt in der zweiten Runde und dann fangen wir mal an mit den Fahrzeugen. Die einzigen Fahrzeuge sind rot. Genau, wir fangen mal mit dem Truck an und zwar aus deiner Sicht. Und der fährt jetzt, er dreht sich nach da und fährt in Richtung, genau, ein Feld, genau. Jetzt kommt hier der Flakpanzer aus meiner Sicht hier, so. 1, 2, das heißt, er dreht sich und fährt hier hin. Gut, dann sind das die Fahrzeuge gewesen. Schießen tun die ja jetzt noch nicht, die schießen nach unserer Bewegung zuerst. Genau, Frank bewegt sich jetzt zuerst mit den grünen Flugzeugen und dann muss ich mich mit meinem grünen Flugzeug auch bewegen. Im Anschluss bewegst du dich mit deinem blauen Flugzeug und ich bewege mich mit meinen beiden blauen Flugzeugen. So, jetzt müssen wir natürlich die Gewitterwolken wieder beachten. Die Agilität, was haben deine Jungs für Agilität? Oh. Haben die Loadouts? Ja, mittel haben die. Wie viel haben die an Loadouts? Ein. Das heißt, die sind runterskaliert von hoch zu mittel. Das sieht man hier auf der Karte. Sagst du an, was du machst mit Motorkraft und so? Ja, ja, mittel natürlich. Und schön laut. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drehen, zwei, runter. Okay, also zur Erklärung, Frank hat jetzt scheinbar seine Motorkraft nicht verändert, richtig? Nee, Moment, Quatsch. Moment, ich ja. Verliere durch die Drehung. Moment, durch die Drehung verliere ich 2. Ja. Deshalb am besten immer ansagen, welches Manöver man pflegt und wie man die Motorkraft verändert. Du hast ja jetzt scheinbar nicht verändert. Bist auf 6 geblieben. Hast dich 3 Felder bewegt, bist einmal gedreht, hast dich 3 Felder bewegt und hast dich jetzt noch nicht gedreht. Was ziemlich blöd ist. Ja, das kannst du noch machen. Also das, zur Not nimmst du das Flugzeug zurück. Was wenn du das möchtest. Was ziemlich blöd ist, ja. Ja, sag's halt einfach an. Das wäre halt super. So, du standst hier mit dem Pin nach vorne. Und du hast eine 6. Und jetzt darfst du deine Motorpower machen. Ich weiß nicht, was es ist. 1 bei dir, ne? 1, genau. Genau. Wenn du es nicht machst, lass es. Also du sagst, du fliegst mittel. So, schneller werden kann ich nicht.
Genau, weil das deine maximale Geschwindigkeit ist, kannst du nicht schneller drehen. Du könntest höchstens abbremsen mit deinem Motor. Und rollen kann ich nur an den Drehpunkten. Ganz genau. Okay. Also die Fassrolle ist sozusagen ein Ersatz oder ein Aspekt, den du anstelle einer... verliere ich, ich gehe dahin, rolle und gehe den Rest vor und verliere nur eins an Geschwindigkeit. Wenn du das machen möchtest, dann gehst du auf 5. Genau, das macht doch mehr Sinn. 1, 2, 3. Jetzt machst du die Dreher in Form einer Fassrolle. 1, 2, 3 und jetzt muss ich nur einen runter. So. Schwampf. So, also du verlierst durch die Fassrolle 1 an Geschwindigkeit, aber du sinkst. Und damit wirst du wieder schneller. Gehst wieder auf 6. Weil du sinkst. Oder du sinkst nicht. Machst du das bei der Rolle nicht automatisch? Also jede Drehung sorgt dafür, dass du 1 an Geschwindigkeit verlierst. Das hast du gemacht. Genau. Da du aber an Höhe verlierst, und das ist kein Immelmann, sondern eine Fassrolle, der dreht sich nur an die Seite, oder? Mhm. Bin ich wieder auf 6. Wenn du runtergehst, das hast du jetzt gemacht, dann müsstest du auf 6 drehen, wenn du das machst. Oder du bleibst auf deiner Höhe. Nee, dann 6. Dann bitte auf 6 drehen. So, okay, gut. Jetzt musst du deinen zweiten grünen Flieger bewegen. Und der macht im Grunde... Also, wahrscheinlich, sag einfach das Manöver an, Mittel. Moment. Ja, ja, Moment, Mittel sowieso, ja. Mhm. Und wahrscheinlich das Gleiche mit Rolle. Das Gleiche mit Rolle, ja. Also, 3. Zack. Bisschen Risiko. Okay, same procedure. Das heißt letztendlich, ich verliere Höhe. Das heißt, ich verliere eine Geschwindigkeit, ich kriege eine Geschwindigkeit dazu. Das heißt, er bleibt auf 6. Dann bitte die Fähnchen hinlegen. Gut. So, ich habe die Initiative. Das heißt, Frank musste seine beiden Flugzeuge zuerst bewegen. Jetzt muss ich meinen grünen aktivieren. Die beiden sind danach dran. Feuer Arc kann ich euch übrigens mal sagen, für Flugzeuge, das ist halt auch ganz interessant zu wissen, geht immer von dem Feld vom Flugzeug aus. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mit diesen Maschinen hier drinstehen in seinem Fire Arc. So, das kann man so anzeigen, wenn man das möchte. Ne? Ich lasse diese auch mal liegen. So, gut, wir haben es mit der Nummer 9 hier zu tun. Weiß gar nicht. Der Abschuss, der Flak zählt nicht als Abschuss, ne? Weißt du das? Nicht als so ein Abschuss. Das ist jetzt nur ein Punkt für deine. Genau, aber der Mission. Zählt nicht als Abschuss für Dingsbums. Okay. Wir hatten mal gesagt, sind nur Flugzeuge. Ja, ja. 1, 2, 3. Also, wenn ich auf 3 bleibe, mache ich 1, 2, 3. Mit einer Rolle. Wir haben noch den hier vergessen. Oh ja, genau, wir sind in Runde 2. Aha. Mittel. So, genau, jetzt haben wir eine ganz wichtige Situation gerade. Und zwar habe ich ja gerade eine externe Waffe, die dafür sorgt, dass ich an Agilität verliere. Richtig? Genau. So, und jetzt müssen wir gucken, wann kann man externe Sachen abwerfen. So. Und ich meine, man kann es machen. Stand doch was. Genau, Beginn der Runde. Stand irgendwo. Zu Beginn der Kampfphase steht hier. Nein, es geht nicht zu Beginn einer Runde, okay. Sondern Phase. Kampfphase. Das heißt, ich kann es jetzt nicht machen. Auf Seite 31. Mhm. Gut. Das ist natürlich unglücklich. Okay, ja, dann mache ich das halt nicht, weil ich es nicht kann. Also werde ich die Geschwindigkeit unverändert lassen.
Ich bleibe auf 3. Aber da darf ich nicht hinfliegen, weil das Feld besetzt ist, leider Gottes. Das ist natürlich sehr schade. Ja, dann würde ich ein Pilotenmanöver machen, um zu versuchen, ein hohes Manöver zu fliegen, weil ich mich dann drehen darf. So, das heißt, ich muss eine 5 plus würfeln. Das ist mir gelungen. Das Manöver gelingt sowieso, aber ich muss keinen kritischen Treffer hinnehmen. Das heißt, ich darf hochfliegen, darf mich zuerst drehen. 1, 2, 3. Und dann würde ich sagen, kämpfe ich mich hoch. Also eigentlich kämpft man sich hier hoch in dem Moment. Geht also eine Stufe höher. Und dann lande ich hier. Das war mein grünes Flugzeug. Dann kommt dein blaues. Ja. Das ist wahrscheinlich hier gleich. Dann gehen wir mal hoch. Auf 3 und... Was hattest du vorher? 2 oder was? 1. Und was hat dein Motorpower? 2. Ehrlich? Ja, das ist ein Jagdbomber. So, gut, Mittel. Das heißt, ich komme dahin. Mach da meine Drehung. Dahin. Nee, Moment, ich kann gar keine Drehung machen. Ich muss geradeaus fliegen. Ich habe gar keine andere Wahl, außer geradeaus zu fliegen. Das heißt, ich drehe und dann fliege dahin. Ah ne, doch, ich kann ja Geschwindigkeit verlieren. Ne? Ich habe ja 3. Ich weiß nicht, was deine Minimalreichweite ist. Ja, 1. Das heißt, ich habe eine Drehung, ich gehe auf 2. So, Quatsch. Ja, und wann hast du gedreht? Das wüsste ich mal gerne. Ja, hier. Bei ungerade ist ja erst der längere Teil. Mhm. Also bei 2 gedreht und dann noch eine. Mhm. Gut, ready. Aber dann musst du da jetzt gucken, ob du aus dem Gewitter rauskommst. Richtig, das ist jetzt nochmal ein Pilotencheck, den ich machen muss, weil ich raus bin. Hm. Ja. Der sah ziemlich gut aus. Mhm. Wenigstens das. Mhm. Gut. Ja, dann werde ich die Nummer 8 aktivieren. Das ist der andere Pfeil. Die haben eine Motorkraft von 2. Motorkraft von 2. Also ich werde auf jeden Fall auf Mittel bleiben. Ich werde 2 Motorpower geben und auf die 4 gehen. Dann fliege ich mein mittleres Manöver. 1, 2. Ich steige an Höhe. 3, 4. Ich steige an Höhe. Wodurch ich wieder 2 verliere. Ne? Durch 2-mal steigen. Genau. So, das heißt, ich mache die 2 Steigung rein, aber das Rad wird wieder zurückgedreht. Und zwar auf die 2. Und ich lande in Summe dann dort. Okay, mein zweiter blauer Flieger ist dran. Der hat im Moment eine Geschwindigkeit von 3, ist der Eisvogel. Auch der hat eine Motorkraft von 3. Also der Flakpanzer steht mega ungünstig. Mega ungünstig. Hm. 1, 2, 3, 4, 5. Die minimale Geschwindigkeit ist eine 3. Er fliegt ein mittleres Manöver. Nee, fliegt er nicht. Obwohl, er hat einen guten Piloten. Jack hat eine 4 plus. Die Frage ist, muss man es riskieren? Muss man nicht? Nee. Also, er hat 3 Loadouts. Das bedeutet, er bleibt beim Niedrigen. Sollten wir uns mal aufschreiben. Sehr hoch minus 3 Loadouts sind niedrig.
Er dreht die Motorkraft auf 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Und er wird in der Mitte einmal steigen. Genau, damit wir nichts riskieren. Bitte nur einmal steigen und keine Experimente machen. Nachvollziehbar? Ja, ja. Okay. War ja einfach geradeaus. Bitte? War ja einfach nur geradeaus. Genau. Okay, dann kommen die Flux. Wir haben ja vorher Markus gefragt, Bernhard gefragt. Diese Flak ist eindeutig, die schießt auf das nächste Flugzeug. Das ist dieser Kamerad hier, der Nummer 7er. Er trifft auf eine 5. Er trifft. Er verursacht Schaden auf eine 5. Er verursacht Schaden. Wo ist der Stift? Er schreibt. So. Was ist die Nummer 7? 7. Okay, kritischen Treffer gibt es natürlich noch nicht. Dann ist dieser Kamerad hier dran. Die Reichweite ist dieselbe. So wie ich Bernhard verstanden habe, wird es random ausgewürfelt. Ja. Das heißt, 1 bis 3 ist der, 4, 5, 6 ist der. Du darfst selber würfeln. Das ist das Target. So, der hat auf kurze Distanz 3 Würfel. Und wie war das? Die treffen alle auf eine 5 oder 6, ne? 5 und 6. Genau, 5 und 6. Und dann beim Schaden würde das untere triggern. So, also das ist das Ziel. 5 und 6 ist ein Treffer. Und wir haben gar keinen Treffer. Das ist natürlich dramatisch. Gut, dann sind die Flakpanzer fertig und die Flaks. Und jetzt kommen die blauen Flugzeuge. Die haben, so wie ich sehe, also meine hat keine Ziele. Dann hast du auch keine, richtig? Nee, keine Ziele. Dann hast der Einzige, der ein Ziel hat, dieser Grüne, das ist die Nummer 9. Der Herr, ja? Ja. Gut, ich werde beide Waffen benutzen. Ich würde auch gerne die Nebelwerferrakete nutzen, aber die kann man nicht auf kurze Distanz schießen, richtig? 022. Nee. 022 geht also nicht. Die habe ich also noch. Ich sage beide Maschinengewehre an und wir fangen mit den leichten Maschinengewehren an. Wir sind auf gleicher Höhe und wir sind auch gleiche Erfahrungsstufe. Ich bin ein grüner Kamerad. Ich treffe auf eine 6. Ich habe nicht getroffen. Ich würfel auf Feuerdisziplin 3+. Bestanden. Ich habe die schweren Maschinengewehre angesagt. Ich würfel 3 Würfe. Ich treffe auf eine 6. Ich habe keinen Treffer erzielt. Ich würfel auf Feuerdisziplin 4+. Versagt. Und damit ist dort leider die Hälfte leer geschossen. Dann kommen wir zum Wetter. Wir würfeln mal, ob sich das Wetter ändert. Bei einer 1 wird es besser. Schlechter geht nicht. Oh je. Das wird besser. Das ist natürlich schade. Ja, gut. Das heißt, wir haben kein Gewitter mehr, sondern, was ist das? Regen. Regen. Okay, Regen bedeutet, dass wir jetzt zwischen 2 und 4 Regen haben. Das heißt, wir können unten drunter normal und oben drüber normal. Außerdem gibt es keinen kritischen Schaden mehr. Das heißt, nur noch die Sicht wird versperrt. So, dann würfeln wir für die Richtung. Müssen wir mal wieder dieses Sheet aufhaben für die Reichweite gleich. Also wir würfeln erstmal die Richtungsveränderung. Das ist die Richtung. Ich habe eine, also 1, 2, 3, 4, da, sie fliegen 5, 6. Jetzt müssen wir nur gucken, beim Regen haben wir es hier. Ich würfel den Würfel für Regen, wie weit die Wolken fliegen. Und wir haben eine 2 gewürfelt. Die 2 sagt ein Hex. Du darfst die beiden da oben setzen. Okay, 1. Ich setze die beiden hier unten. Das ist 1. Versuch auf den Hexes zu bleiben, bitte. Zack. Und zack, das ist jetzt, glaube ich, recht einfach gewesen, das so zu machen. Das würde dann die Runde 2 beschließen. Du hast vollkommen recht. Wir drehen den Würfel hoch. Du hast die Initiative.
So, Runde 2 ist vorbei und ihr habt gesehen, der Frank ist mit seinen bayerischen Standardjägern wirklich vorangeschossen, hat keine Zeit verloren, geht in den direkten Kontakt. Ich weiß noch nicht, was er vorhat. Will er wirklich frontal gegen insbesondere den besser ausgerüsteten Eisvogel kämpfen? Die Gewitterfront auf jeden Fall scheint etwas auf meiner Seite zu sein, denn der Kobold, also der Jagdbomber, der ist da so ein bisschen rumtaktiert hinten. Auf jeden Fall geht's jetzt ans Eingemachte. Ich habe ja jetzt so ein bisschen, ja, schon erste Schussversuche gehabt. Feuerdisziplin hat geklappt, ihr habt's eben gesehen. Ich will euch gar nicht zu lange jetzt an der Stelle belabern. Lasst uns schauen, was die Runde 3 mit sich bringt. Gut, wir landen in Runde 3 und ich muss beginnen mit, nein, ich muss gar nicht beginnen, die Fahrzeuge beginnen. Und zwar das rote Fahrzeug fährt nach da. Dann kommt der Flakpanzer. Genau, ein Pferd. Der Flakpanzer hat eine 1 gewürfelt, das heißt, der dreht sich nach hier. Gut. Und jetzt muss ich mein grünes Flugzeug bewegen. Okay. So, wohl wissend, dass deine Kameraden, also der wird kein Immelmann fliegen, der könnte einen Immelmann fliegen und wird nach da, wird er gucken. Ich habe nur 2. Es ist immer sehr ungünstig, wenn man sein Flugzeug zuerst bewegen muss, wie ich finde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vielleicht fliege ich wirklich in die Regenwolke rein. Ich drehe auf 5 Motorkraft plus 2. Und ich darf fliegen Mittel. Eins, zwei, drei. Rolle. Eins, zwei, drei. Warum nicht? So, in der Wolke bin ich von 2 bis einschließlich 4. So, dann fliege ich 1, 2, 3. Ich rolle hier hin. Warte mal. Was habe ich? 5, Entschuldigung. 5. 1, 2, 3, rolle 1, 2, richtig? Ja. Also eine Fassrolle. Ich möchte dabei einmal klettern. Und das bedeutet, ich verliere 2 an Geschwindigkeit und gehe auf die 3. Ich lasse ihn mal so stehen, wenn das für dich eindeutig ist. Ja. Also er ist mitten im Regen drin. Wir zählen die. Er ist im Regen drin. Also tatsächlich könnte man jetzt, ja, wenn man es richtig machen würde, würde man die 2 rausnehmen. Aber er ist auf Höhe 3. Um ein bisschen geschützt zu sein im Regen. Auf kritische Treffer würfeln wir an der Stelle nicht, weil das Gewitter ja vorbeigezogen ist. Tatsächlich sieht man einiges auf dem Spielbrett, finde ich gerade, durch die Mission auch, ne? Ja. So, Frank hat zwar die Initiative, aber er muss jetzt trotzdem seine grünen, unerfahrenen Flugzeuge bewegen, bevor ich die blauen bewege. Noch ein bisschen Platz machen hier. Okay. Ich mache definitiv einen Immelmann natürlich. Mit dem. Erst ansagen, was du machst, Manövergeschwindigkeit. Ja, Immelmann, habe ich doch. Ja, aber du hast die Geschwindigkeit nicht geändert, oder was, ja? Nee, die ändert sich ja jetzt. Die ändert sich ja jetzt. Ich steige 2. Das heißt, es geht 2 geht, glaube ich, nicht. 1. 1 oder 2, je nachdem. Geht 2? Ja, 1 okay. Oder 2, je nachdem verlierst du Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, der geht 2 hoch. So, dann ich jetzt hier ein bisschen. Doof. So, jetzt muss der andere den da mal weg.
Der kann natürlich nicht Immelmannen. Der kann eigentlich nur sein Standardmanöver fliegen. Das heißt, ich reduziere auf 5. Moment, 1, 2, 3. Nee, ich lasse ihn auf 6. Mitte 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 Drehungen. Moment, jetzt nochmal. Ich verliere durch Drehung, verliere ich eine Geschwindigkeit. Ja. Wenn ich gleichzeitig steige, verliere ich noch einen. Noch einer, genau. Wenn du gleichzeitig sinkst, gewinnst du. Okay, ich habe 6. Gut, also Mittel. Das heißt 1, 2, 3. Drehung. Also ich würde hier einen ersten verlieren. Ich fliege hier weiter, noch eine Drehung. Ich würde 2 erst mal verlieren schon mal. Würde jetzt aber auch nochmal um 2 steigen. Das heißt, ich verliere nochmal 2. Das heißt, ich gehe dann von insgesamt 6 auf 2 runter. 2 Drehungen, 2 Höhen. Okay. Gut. Fertig? Fertig. Dann kommen meine blauen Flugzeuge, da ich die Initiative nicht habe. Ich fange an mit dem Eisvogel. Der Eisvogel hat eine maximale Geschwindigkeit von 9. Das heißt, er haut den Motor voll auf die 7 plus 2. Darf er machen. Motorkraft. Er fliegt sein erlaubtes niedriges Manöver, macht aber einen Immelmann. Das heißt, er wird hier landen. Und während des Immelmanns wird er zweimal klettern. So, das sorgt dafür, dass er die 2 wieder verliert, also am Ende wieder auf 5 landet. Alles richtig gemacht, ne? Jo. Mein zweites blaues Flugzeug ist diese Nummer 8 hier. Und ich glaube, ich mache dasselbe. Ich hau den Motor voll raus, drehe auf die 4. Ne? Jetzt auf 4. Ich fliege hier hin und steige um 2, was mich wieder auf 2 runterbringt. Damit habe ich alle Flugzeuge bewegt und du musst noch deinen blauen bewegen. Also Pilotenwurf. Was muss ich würfeln? Ich glaube 4 plus. Ja, wenn du mit 4 plus. Mit 4, ne? Ja, was hast du für eine Agilität und was möchtest du gerne? Ich will hoch haben. Ja, dann musst du die 4 würfeln. Okay, nötigenfalls bin ich
platt, aber der klingt ja trotzdem. Ich habe nur eventuellen Schaden, wenn es dumm ist. Genau, also das Manöver darfst du dann nutzen, das Hörer. Du bekämpfst im schlimmsten Fall einen kritischen Treffer. Gut. Dann? Du musst den erst machen. Erst den Wurf? Ja, bevor du's, du sagst, das höhere Manöver, dann musst du jetzt checken. Was gelingt? 4. Jetzt darfst du ansehen. Ich drehe hoch auf 4. Ich mache jetzt den hoch, wie schon gesagt. Das heißt, ich kann sofort drehen und kann 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Dann kämen an der Stelle, wenn du fertig bist, die Flachs. Ja. Also, ich glaube, sind beide eindeutig. Beide schießen auf ihn. Das ist Nummer 6, richtig? Ja. Der würfelt mit einem Würfel, trifft auf 5 und 6. Trifft nicht. Der hier hat 3 Würfel, trifft auf 5 und 6, hat einen Treffer, er verursacht Schaden auf 5 und 6, er verursacht einen Schaden bei der Nummer 6. Das ist die 6, so, das heißt, hier haben wir, ah ne, die 6, okay, die 7 hatte den Treffer, okay, noch ist nichts passiert. Okay, die blauen würfeln alle gleichzeitig. Du darfst aber anfangen. Regeltechnisch schießt der mit der Initiative zuerst. Aber meine kommen auch, sollte es zum Abschluss kommen, noch dran. Moment. Es schießen jetzt die blauen Flugzeuge. Ja, Moment. Ach so, eine Sache noch. Ich gucke gerade, geht es durch eine Wolke durch? Nein. Aber selbst wenn ich die Steigung gemacht hätte, die ich nicht gemacht hätte, wäre ich ja zu niedrig. Das sehe ich auch gerade. Da habe ich Glück gehabt. Gut, ich habe nur die Steigung jetzt eben vergessen gehabt, natürlich. Aber dann bin ich auch nur eins höher. Das ist natürlich doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der ist zu weit weg. 1, 2, 3, 4. Der ist auch zu weit weg. Ja, das heißt, da passiert gar nichts. Okay. Dann sind die beiden Kameraden dran. Ich würde anfangen mit der Nummer 8. Mit ihm hier. Und das erste, was, also ich werde, ich muss es ja ansagen, was ich mache, volles Rohr heißt leichte Maschinengewehre, schwere plus die Nebelwerferrakete. Die Nebelwerferrakete darf auf 4 schießen. Wir haben 1, 2, 3, 4. Genau. Ich bin ein Feld höher und ich bin blau. Das heißt, ich treffe auf eine 4 plus. Ich gucke nochmal nach. Erfahrung. Am Heck habe ich nicht, höher habe ich nicht. Okay, dann ist das so. 4 plus, ja? Und die Rakete ist danach übrigens weg. Die kann ich schon mal wegstreichen. Gibst du mir mal einen Stift? Weil die hat sich dann erledigt. Die hat man nur einmal. Treffer auf 4. Und wir haben einen Treffer. Den Treffer bestätigt man mit einem Schaden auf eine 2, zwei Schaden auf eine 3, drei Schaden auf eine 5. Platt. Ja, hätte eh nur eine gereicht. Ne, zwei. Eine. Der hat 3 Leben, ne? Der hat noch 2. Also, aber ich habe ihn weggeschossen. Das war die 6. Mhm. Also tatsächlich habe ich 3 Schaden verursacht, weil die 5 plus verursacht 3 Schaden und damit wäre das ein Kill. Das ist natürlich glücklich an der Stelle. Ja, willst du ihn wegtun? Naja, glücklich war es nicht, das war zu erwarten. Dass er das nicht überlebt. Gut,
Die 8 muss jetzt auch noch die Maschinengewehre zünden. Und das heißt, ich muss einfach checken. Das ist der hier. Leichtes Maschinengewehr 2 plus bestanden. Schweres Maschinengewehr 3 plus. Und da ist einer leer geschossen, die Hälfte leider. Allerdings darf er sich hier einen Abschuss notieren, der Pilot. So, gut. Dann ist der Kamerad dran. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist der Eisvogel. Ist etwas weit weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, er wird... er kann nicht mit den Maschinengewehren schießen, aber er kann seine Nebelwerferrakete rauslassen. Und die trifft auf eine... Warte mal. Gleiche Höhe, aber ein 5 oder 6, weil ich einen höheren Erfahrungswert habe. Oh, den einen Würfel müssen wir noch mal machen. Den hat niemand gesehen. Ich habe 9 Würfel. Okay. So. Und das ist leider kein Treffer. Das ist natürlich richtig bitter. Aber das war's. Okay. Dann kommen wir zum Wetter. Moment. Wir haben noch die Grünen. Oh, du hast vollkommen recht. Die Grünen sind noch dran, genau. Ja, die Grünen. Dann gucken wir mal. Ja, du könntest schießen. Ich könnte... Das muss ich gleich mal gucken. 6. Du bist im Molgenfeld drin, das heißt ein Würfel weniger. Das heißt ein Würfel. Das war jetzt vollkommen. Puh, riskiere ich das? Nee, das ist sinnlos. Zumindest eine etwas bessere Chance. So, wie viel hat der Nebelwerfer gebraucht? Eine 6? Genau, eine 6. Gut. Ich bin höher, also 5. Ein Würfel auf eine 5. Naja, egal. Ein Würfel auf eine 5. Babam, auch weg. Ja, ist weg. Ready. Okay, dann würfeln wir fürs Wetter. Das Wetter wird schlechter bei einer 6 und besser bei einer 1. Das Wetter wird wieder schlechter. Das heißt, wir haben wieder Gewitter. So. Okay, wir hatten es eben so gemacht, dass der jetzt getroffen wird. Ja. Okay, das heißt, wir müssen einen Pilotencheck machen. 5 plus. Hat er nicht geschafft, also kriegt er einen kritischen Treffer. Das ist die Nummer 8. Das ist die 4. Und die 4 sagt Pilot. Ein Treffer verwundet den Piloten, er sinkt um eine Erfahrungsstufe, der zweite tötet ihn. Hatte deiner eigentlich schon einen kritischen Treffer? Nee, ne? Nein. Ja. Kritischer Schaden. So. Kritischer Schaden. Okay. So. Jetzt muss man nur mal eins kurz gucken. Einen kritischen Schaden. Okay, ja, das habe ich gemacht. Genau, Strukturpunkte verliert er nicht. Ein Pilot sind es 2. Ne? Ja, ein zweiter wäre scheiße. Mhm. Gut.
Jetzt müssen wir die Richtung auswürfeln und dann die Geschwindigkeit. So, die Windrichtung. So, 1, 2, 3, 4, also es dreht nach da. Und dann würfeln wir die Geschwindigkeit der Hexes. So, das wird dann rein auch treffen. 1, sind zwei Hexes. So, was passiert hier? Laufen die raus oder bleiben sie am Rand stehen? Nee, die kommen an der anderen Seite wieder rein. Nee, jetzt, oder? Mhm. Zwei Hexes. Die kommen an der anderen Seite wieder rein. Ja, yippie, ja, ja, aber da müssen wir gucken. So, hier steht's. Verlässt eine Wolke, zumindest teilweise das Spielfeld, wird sie vom Spieler, der die Initiative hat, das bist im Moment du, am gegenüberliegenden Spielfeldrand neu positioniert. Ach, neu. Komplett neu. Ja, am gegenüberliegenden. Also alle, die das jetzt... Das heißt aber am Rand oder an der Ziellinie? Nein, hier, da. Also wirklich hier irgendwo. Ja. Musst du so einsetzen. Aber frei. Wie meinst du das? Auf den Hexes. Ja, aber auf anderen. Nicht da? Nö. Ich kann sie wahlweise setzen. Ja. Und ich setze alleine alle. Verlässt eine Wolke, wird sie vom Spieler, der die Initiative hat, neu eingesetzt. Mhm. So. Allerdings, ja, am Rand. Im Spielfeldrand. Da musst du sie hier hin tun, wenn du das wolltest hier, ne? Genau, das ist halt jetzt die interessante Frage an der Stelle. Dann kommen wir mal eins rüber. Ja, dann sitzt du wieder nicht auf Hexes. Doch. Nein. Doch. Nein. Jetzt sitzt du. Das sind die Geschnittenen. Das geht nicht. Dann wäre sie ja wieder so. Ja, okay, okay, okay. Irgendwie habe ich hier... Jetzt passt es. Nein, am Rand. Dann müsstest du das machen. Das kannst du machen. Guck mal, du musst einfach die Platte so rauflegen, dann siehst du es ganz eindeutig. Das ist vielleicht die bessere Variante, genau. Erstmal so. Aber es sieht so schön aus. So, erstmal. So, nee, gehen wir mal weiter weg hier. Ja, ist ja nur zum. Genau. Und drehst du es rum. Die ist asymmetrisch, die Wolke. Okay. Ja, okay, es passt. Die eine noch? Mit denen. So, die müsste aber so passen. Nein, passt sie nicht. Die müsste dann genau so sein. So. Blöd, ey. So. So sitzt sie genau. Okay. Und die anderen gehen auch zwei Felder weiter. Die da wird dich treffen. Und zwar wirst du hier sitzen. So. 1, 2. Musst du den Pilotencheck machen. Auf die 4 plus. Schon wieder geschafft. So. Und hier haben wir 1, 2. Und diese Wolke hier verlässt mich. Und geht eine 1 und 2. Das war der erste Teil unseres Playthroughs zu Dogfighters The Air Wars. Ich habe das an der Stelle mal unterbrochen. Rundenende 3. Es ist aber schon eine ganze Menge passiert. Ihr habt es gesehen, die Bayern und die Sachsen sind in den Nahkampf gegangen. Frank war einfach sehr, sehr offensiv. Ja, vielleicht hat er etwas die Agilität der Sachsen an der Stelle unterschätzt. Ich glaube es allerdings nicht. Ich glaube, das Gewitter war durchaus für mich von Vorteil. Ich konnte jetzt mit einem Immelmann sozusagen den Spieß umdrehen und habe ihm eine Nebelwerferrakete auf den, ja, aufs Blech gejagt. Allerdings, und das habt ihr eben auch gesehen, haben wir da vergessen, den Trefferwurf zu bestätigen. Wir werden das bald in unserem Review nochmal ansprechen. Wir haben es tatsächlich einfach beide nicht gesehen in der Anleitung und ja, daher haben wir das an der Stelle vergessen. Was dann zu dem Abschuss geführt hat, ich werde dem Frank natürlich anbieten, diese Maschine kostenlos wiederzubekommen, denn nach der Partie haben wir auf jeden Fall gesehen, dass der Pilot seinen Check erfolgreich bestanden hat und den Ausstieg überlebt hat. Das heißt, er steht zur Verfügung und da ihn das Ganze jetzt natürlich einen Ruhmpunkt kostet, bekommt er die Maschine von meiner Seite aus zurück. Jetzt freue ich mich über Fragen, Kommentare und Anmerkungen von euch. Das gefällt natürlich auch dem Algorithmus. Wenn ihr irgendetwas wissen wollt, jetzt ist der Zeitpunkt, das unten reinzuschreiben. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu läuten, denn Teil 2 des Playthroughs folgt in wenigen Tagen und natürlich steht dann auch unser großes Review an und ich glaube, da haben wir gute Chancen, dass der Frank mitmacht. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Marcel, euer harter Spieler.